Hallo, mein Name ist Luisa Buro. Ich bin 31 Jahre, wohne und komme von Berlin und bin Tänzerin. Ich bin adoptiert worden und um das zu erzählen, dauert das immer sehr lange, bis man ja das Ganze versteht, wie mein ganzer Adoptionsprozess überhaupt war, wie sowas. Wahrscheinlich auch Fügung. Ich wurde gefragt von meinen Eltern. Die haben so ein soziales Projekt gemacht, damals im Ausland. Und da auf Luisa gestoßen, ein Waisenhaus. Und die Ärztin dort hat gefragt, ob sie jemanden haben, der sie aufnehmen könnte. Und dann haben wir uns für Ja entschieden. Wir dachten ja, wir können sie auch noch mit dazu nehmen. Dann kam das alles ins Rollen. Zustande kommt. Und ja, also meine leibliche Mutter hat damals in den 90ern in der Ukraine studiert, da sie ein Stipendium bekommen hat und mein Vater auch. Vater und Mutter kommen beide aus Madagaskar und ja, waren erst in Taschkent, das ist am Uralgebirge, und haben da so eine Vorausbildung gemacht. Das heißt, sie haben erstmal Russisch gelernt und dann musste meine Mutter nach Kiew und mein Vater war woanders, also er war in einer anderen Stadt. Und ja, sie war dann schwanger mit mir und ja, hatte dann das auch mein Vater, sagt sie, mitgeteilt. Und das ist auch so ein Teil, wo man auch noch nicht so weiß, was stimmt da und ja, so eine Sachen. Das Ding ist, dass ich dann auf jeden Fall im Waisenhaus war. Also nach 2 Wochen, also laut Papier, nach 2 Wochen war ich schon im Waisenhaus und war 6 Monate da, bis dann eine Frau kam. Das ist jetzt meine ja, deutsche Oma, sage ich jetzt mal, die mich da gesehen hat und das Gefühl hatte, ja, sie will ja irgendwie helfen. Sie meinte halt auch, das war wie so ein Zwiegespräch, dass ich sehr auf sie geguckt habe. Und sie hatte einfach das Gefühl, okay, sie muss irgendwas tun und hat dann halt meine jetzige Adoptivmutter verständigt und die ist dann auch nach der Ukraine gekommen mit meinem Bruder, da sie schon. Und ja, das hat sich irgendwie alles sehr eingefügt. Also es hat sich auch für mich, also meine Seite, hat sich das auch alles immer sehr normal angefühlt, dass ich, sag ich jetzt mal, in der Familie war und andersrum auch. Also meine Mutter hat da auch nie so wirklich einen Unterschied gemacht. Seitdem ja, bin ich halt Teil der Familie und da muss man halt sagen, dass ich auch eigentlich meine leibliche Mutter, also meine leibliche Familie suchen musste und da hat mich meine Adoptivfamilie halt auch unterstützt. Und die habe ich dann mit 16 gefunden, über Briefkontakt haben wir kommuniziert und mit 19 habe ich die dann das allererste Mal in Madagaskar gesehen. Okay, ich fange mal an. Für die Familie Buro. Als erstes bedanke ich mich bei Eva und Axel Buro für ihre nette Freiwilligkeit, dass sie Luisas Eltern geworden sind. Ich, ihre biologische Mutter, hoffe, dass sie ermöglichen, dass ich Luisa eines Tages sehen kann. Von meiner Familie, wo ich groß geworden bin, hier in Berlin, habe ich 4 Brüder, große und kleine. Und von meiner Familie in Madagaskar habe ich, also vaterseits, eine Halbschwester, die in Sibirien lebt und die ich leider auch noch nicht kennenlernen konnte und wo man auch gerade nicht die Adresse findet. Die ist auch halb Russin. Und von meiner Mutter, von meiner leiblichen Mutter, bin ich eigentlich das einzige Kind. Sie hat nämlich selber noch von Familie Kinder aufgenommen, ja, die irgendwie kein Geld hatten, zu wenig Geld. Und ich denke halt auch, dass halt was mit mir zu tun, dass ich halt ja nicht bei ihr groß geworden bin, denke ich, hat sie sehr viel Schuldgefühle und hat immer geguckt, dass sie
anderen Kindern helfen kann und hat da jetzt mittlerweile auch 4 Kinder adoptiert. Meine leibliche Mutter heißt Marie-Paul Olala und mein Vater heißt Jules. Also der Name ist richtig, richtig lang und für Madagaskar ist das typisch, dass man lange Nachnamen hat. Ich habe Kontakt zu meiner leiblichen Familie, vor allem über Facebook, und versuche auch regelmäßig, die zu besuchen. Ich habe leider die jetzt 7 Jahre, bevor ich das erste Mal, also ich war jetzt letztes Jahr, war ich da, und davor waren es 7 Jahre, wo ich nicht da war, und das war auf jeden Fall ein Fehler. Und ich habe halt auch gemerkt, wo ich jetzt diese Verletzung hatte, dass ich viel zu wenig Kontakt zu meiner leiblichen Familie habe und möchte das gerne ändern. Leider ist der Flug halt ein bisschen teuer, deswegen kann ich nicht jedes Jahr da einfach runterfliegen. Aber ich habe mir vorgenommen, jedes zweite Jahr das irgendwie möglich zu machen. Die Beziehung mit meiner Adoptivmutter, würde ich sagen, ist sehr gut. Ich kann ihr ganz viel anvertrauen. Also sie hilft mir auch bei vielen Sachen und ich bin ihr auch eine Hilfe. Natürlich müssen wir beide auch eingestehen, okay, sie ist nicht meine leibliche Mutter. Und ich weiß halt, dass sie aus rein gutem Herzen sich dafür entschieden hat, mich zu adoptieren, und denke, sie wusste auch nicht, was da auf sie zukommt. Also ja, halt auch mit dem Thema Rassismus habe ich halt auch sehr viel mit ihr geredet in den letzten Jahren und bin auch sehr froh, dass sie da ein offenes Ohr hat, und denke aber auch, dass sie auch sehr erstaunt ist, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass es für mich so hart ist. Also sie wusste schon, dass einige Sachen für mich hart sind, aufgrund meiner Hautfarbe. Und ich weiß halt auch, dass wir ab und zu auch darüber geredet haben, aber sie konnte mir nichts Gutes sagen, wie man damit umgehen soll. Und ich denke, das ist sie schon mittlerweile bewusst. Und ja, aber es gibt trotzdem manchmal so Sachen, die ich schon ihr gerne sagen will. Aber ich denke, das braucht Zeit. Und sehe das auch eigentlich positiv. Und wahrscheinlich hat sie auch Sachen, die sie mir sagen will. Ganz unabhängig jetzt vom Thema Rassismus, bin ich einfach froh, dass sie da ist, dass wir uns gut verstehen und dass sie mich angenommen hat, aber dass ich sie auch als Mutter sehe. Allgemein, um Adoption zu verstehen, denke ich, dass viele ein falsches Bild haben von Adoption. Gerade in den 80er und 90er Jahren war halt das mit den Auslandsadoptierten meistens der Fall, dass sie, sage ich jetzt mal, wie so eine Kinderentführung, könnte man halt schon fast sagen, weil es war meistens nicht vom Jugendamt gemeldet. Also wenn du jetzt ein Paar warst und jetzt entschieden hattest, so okay, ich möchte jetzt ein Kind adoptieren, und das Jugendamt sagt aber, ja, wir erlauben ihnen nicht, dass sie das machen dürfen, war das aber ganz einfach, dass man jetzt ins Ausland gegangen ist, sage ich jetzt mal Indien, und da, sage ich jetzt mal, wurden die Kinder einen hinterhergeschmissen, also mit den Papieren, das ging halt ganz, ganz schnell, einfach, weil
Geschäfte damit gemacht wurden. Speziell wegen meiner Adoption weiß ich halt einfach nicht genau, was der Grund so richtig war für meine Abgabe. Also laut Papieren sehe ich halt überall die Unterschrift von meiner Mutter. Sie sagt mir aber, dass der Doktor da eher entschieden hat, dass ich wegkomme und sie mich irgendwie gebärt hat und sie mich gesehen, also einmal kurz sehen durfte. Und das ist aber ein Teil, wo ich, wie gesagt, nicht ganz so genau weiß, was da wirklich passiert ist. So wie ich halt groß geworden bin in der Adoptivfamilie, was ich auch von außen auch immer so mitbekommen hatte, war, dass die Leute immer gesagt haben, du kannst richtig dankbar sein wegen deiner Familie. Und irgendwann habe ich mich mehr mit dem Thema Adoption beschäftigt. Und da wurde halt sehr oft gesagt, also in den Büchern halt geschrieben, ja, dass das eigentlich nicht gut ist, den Kindern immer zu sagen, sei dankbar, da kein Kind entschieden hat, auf die Welt zu kommen. Und ja, gerade wir Adoptierten kriegen halt sowas dann immer ab. Und ich denke aber, mittlerweile wird da viel besser Sachen arrangiert, dass die Kinder, dass Adoptivkinder sich wirklich gut fühlen und wohlfühlen. Und ich muss halt sagen, bei meiner Adoption war es halt eine krasse Fügung und ich bin auf jeden Fall trotzdem dankbar für beide Familien in meinem Leben, aber ich hätte mir halt mehr professionelle Hilfe gewünscht, mehr Leute, die wissen, wie man wirklich mit einem Adoptivkind umgeht, vor allem ein schwarzes Adoptivkind, weil das auch nochmal eine ganz andere Sache ist, also weil es da auch sehr um Wurzelfindung geht. Ja. Ich habe mich als Kind sehr wohl gefühlt in Deutschland, kann ich mich erinnern. Als Jugendliche war das auf jeden Fall eine ganz andere Sache. Da habe ich einfach gemerkt, dass ich, sage ich jetzt mal, anders bin, dass ich, ist mir viel mehr bewusst geworden, dass ich schwarz bin. Aber ja, ich bin eigentlich gut in meiner Familie zurechtgekommen und kannte das ja auch gar nicht anders als einzige schwarze Person in der Familie. Also es war immer schon, dass die Leute mich da ausgefragt haben, aber für mich war das ja meine Normalität. Deswegen wusste ich auch nicht so, was die Leute so haben. Und ich habe auf jeden Fall als Kind auch nicht nach was anderem gesucht. Also für mich war das klar, dass ich ja in Deutschland lebe, dass ich deutsches Essen esse. Und ja, ich war auch schon sehr deutsch, kann man sagen. Ja, bin ich ja immer noch, ne? Als ich nach Deutschland gekommen bin, mit 6 Monaten, waren wir erstmal in Brandenburg. Und dann hatten meine Eltern aber sehr schnell entschieden, nach Berlin zu ziehen, auch weil sie gemerkt haben, dass ich da auf jeden Fall nicht überleben könnte. Also mein Vater ist Sinti, das heißt, er hat schwarze Haare und wurde da halt auch angefeindet. Und die haben mich halt im Kinderwagen gesehen und haben gesagt, guck mal, da ist Kaka. Und dann war für meine Eltern klar, also das ist für mich nicht unzumutbar, wenn ich in Brandenburg groß werde. Und deswegen sind wir dann direkt nach Neukölln gezogen. Und da habe ich auch sehr schöne Erinnerungen, auch von meiner Schulzeit. Also ich war da in der Franz-Schubert-Grundschule. Und die Schule war auch noch direkt gegenüber von meinem Zuhause und auch meine Nachbarschaft, also auch im Haus. Wir waren alle total connected und wenn ja meine Mutter irgendwie keine Zeit hatte, konnte ich dann zur Nachbarin und die hat halt auch Kinder, Manny und Bianca, und konnte dann da bleiben. Oder meine beste Freundin Lena, wo die Mutter auch Artistin war und die hat mich eigentlich auch sehr geprägt. Da habe ich auch
schon gemerkt, dass so körperliche Sachen, dass ich das einfach mag. Also ich bin halt gerne zum Turnen gegangen und war auch eine Zeit lang am Kabuwazi und habe da schon Auftritte gemacht. Ja, und ich bin eigentlich auch gerne zur Schule gegangen und habe dann nach der Schule, also nach dem Real, halt schon angefangen mit dem Tanzen. Also beim Tanzen fühle ich mich frei und einfach zu Hause. Und das ist einfach in der Jugendzeit ist das so gekommen, dass ich halt eine brasilianische Tanzschule für mich entdeckt habe und angefangen habe, Samba zu tanzen. Und dann habe ich halt auch angefangen, Samba-Shows zu machen. Und ich fand die Kostüme einfach wunderschön. Ja, also mittlerweile habe ich auch das Gefühl, ich habe da auch Sicherheit gesucht im Tanzen. Etwas, wo ich, ja, wo das in Ordnung ist, so wie ich bin, wo ich mich wohlfühlen kann. Ich würde auch sagen, ein Zuhause. Und halt auch die brasilianische Kultur, denke ich halt, das war für mich halt auch so wie, ja, da fühle ich mich irgendwie wohl. Und auch, dass die Tänzer einfach, wie wir damals aussahen, sage ich jetzt mal, waren wir halt einfach alle verschieden. Und aber halt auch Leute, die halt meine Hautfarbe haben. Und auch mittlerweile sehe ich halt, dass auch viele Leute mit uns getanzt haben, die auch so eine ähnliche Geschichte haben wie ich, die in Berlin groß geworden sind mit ihrer Kultur und gar nicht so viel, sage ich jetzt mal, Anschluss hatten. Und da konnte man einfach, ja, das irgendwie teilen. Also wie jeder weiß, haben Brasilianer eine sehr offene Kultur und ich habe mich da einfach sehr wohl und sehr willkommen gefühlt. Und Tanzen bedeutet für mich auch, dass man halt ja mit seinem Körper, dass man da einen guten Umgang damit findet, dass man ja sich frei fühlt. Und ich denke halt auch als Frau, dass man ja seinen Körper spürt, dass man ihn auch einfach akzeptiert. Und da fand ich halt auch schon immer, dass das Samba-Tanzen oder Brasil-Funk, Afro-Brasil, dass man da als Frau halt einfach sehr frei sein kann und locker sein kann und halt auch seine feminine Seite einfach besser kennenlernt und auch stärkt und powert. Als ich mich wirklich entschieden habe, professionell mit dem Tanzen anzufangen, war auf jeden Fall eine für mich so eine für mich war das, dass ich eigentlich mehr mit schwarzen Leuten zu tun haben wollte. Das war für mich ein Grund, warum ich mit dem Tanzen überhaupt angefangen habe. Leider war es dann so, dass ich dann erstmal eine Tanzausbildung gemacht habe, wo ich dann die einzige schwarze Person war. Und da würde ich sagen, war meine Tanzerfahrung leider, dass ich doch so eine Ablehnung gespürt habe. Und ich würde sagen, auch sehr doll. Also ich habe Contemporary, zeitgenössisch Ballett getanzt und mir wurde halt immer eine Rolle zugeschrieben und ich hatte immer dieses Gefühl, ich muss gegen etwas ankämpfen. In dieser Zeit war das aber bei mir, dass ich gar nicht wusste, womit das zu tun hat. Also ich hätte dann niemals darauf gekommen, ich wäre niemals darauf gekommen, dass das was mit meiner Hautfarbe zu tun hat, dass ich mich nicht so willkommen oder unwohl fühle. Und das, denke ich, halt auch hat sehr meine Tanzkarriere geprägt. Also ich habe sehr schnell gemerkt, dass es so bestimmte Klischees gibt.
Und man hat auch zu mir damals gesagt, dass sie sich halt vorstellen können, dass ich da auf ein Kreuzfahrtschiff tanze, weil ich ja so exotisch aussehe. Und ich wollte eigentlich in der Zeit schon gerne zeitgenössisch oder halt contemporary tanzen. Hab das auch eigentlich noch versucht, hab dann aber irgendwann für mich so gemerkt, das fühlt sich alles so angestrengt an und ich fühle mich trotzdem nicht so gesehen. Und ich finde immer noch, dass das eigentlich richtig cool ist. Nur hat es dann total umgeschiftet, dass ich dann halt eher in dieses Commercial-Business gekommen bin, dass ich halt auch Zumba unterrichtet habe und immer noch mache, Afro-Tanz und Hip-Hop-Tanze und Jazz auch. Ja, das ist so meins und jetzt fühle ich mich da auch mega wohl und verstehe halt auch, warum ich das tanze und will das auch eigentlich gar nicht ändern und habe auch das Gefühl, ich komme da auch immer mehr näher meinen Roots, zu meinen Wurzeln und ich finde es halt auch einfach schön, so viele interessante Leute kennenzulernen und ja, dass jeder, ja, es ist auch einfach schön, das zu beobachten, wie jeder seine eine andere Tanzkarriere hat, wie jeder für sich selber entdeckt. Ich bin aufgewachsen in Berlin, in Neukölln und Tempelhof und ich finde, Berlin ist sehr offen und auch Multikulti und ja, ich denke halt, dass viele Leute finden Berlin gut. Also an sich finde ich, ist Berlin eigentlich keine schöne Stadt und ja, es ist eigentlich eher, dass es die Leute sind, die Berlin ausmachen, dieser Lifestyle und ja, dass es auch von Bezirk zu Bezirk einfach verschieden ist, dass es so groß ist, dass es trotzdem allen auch grüne Sachen gibt. Ich habe noch nicht in Deutschland in einer anderen Stadt gelebt und denke auch eigentlich, dass das auch nicht, mich interessiert es ehrlich gesagt nicht so, weil wie ich halt schon gesagt habe, ich schätze das eigentlich sehr in Berlin, dass es so offen ist, dass die Leute halt so verschieden sind und das sehe ich eigentlich nicht so wirklich in anderen Städten von Deutschland. Was ich in Berlin sehr toll finde, sind eigentlich die Straßenfeste, also Karneval der Kulturen vor allem. Kann ich mich auch noch dran erinnern, halt auch als Kind fand ich das sehr schön, dass man halt einfach von anderen Ländern dann ja die Kultur sieht, die ganzen Stände und auch so mit meiner Jugend, also mit 16 ungefähr, war ich dann auch das erste Mal dann auch alleine am Karneval der Kulturen und also ich meine mit alleine ohne meine Eltern. Und ja, da habe ich halt auch gemerkt, wie frei Berlin ist und dann war ich auch das erste Mal so richtig bei dieser, bei diesen Partys von Karneval der Kulturen und das finde ich halt auch eine sehr schöne Sache. Also ich habe eine Sache, die mir in Berlin passiert ist, das war aber in der Schule. Da hatte ich eine Auseinandersetzung mit mein Klassenkamerad, also wir haben Witze gemacht und irgendwann hat er halt ein Schimpfwort gesagt. Er hat einfach N-Fotze gesagt zu mir und ich kann mich so krass daran erinnern, dass ich einfach ja, es erstmal überhaupt nicht mehr lustig fand. Und ich bin dann auch zu meiner Mutter gegangen und habe das gesagt und sie meinte halt auch, ja, das geht überhaupt nicht. Und mein großer Bruder meinte, ja, er kommt mit seinem Kumpel und will nochmal mit ihm reden und will ihn hauen und sowas. Und ja, dann war das so, dass wir dann auf dem Schulhof waren und ich war da mit meinem großen Bruder und seinem Kumpel. Und ich weiß noch, ich war irgendwie ganz still und konnte da gar nicht so viel sagen. Und ich habe irgendwie einfach nur gewartet, bis mein Bruder halt was macht.
Und dann habe ich so gemerkt, okay, da wird jetzt nichts machen. Und dann habe ich ihn halt, also ja, wirklich so mitten ins Gesicht so einmal geboxt. Und ist halt irgendwie nichts passiert. Und dann habe ich es halt nochmal gemacht und dann hatte er halt Nasenbluten. Und dann habe ich halt, ja, also Ärger bekommen von meinem Religionslehrer. Nur das Ding ist, als er dann gehört hat, warum ich ihn geschlagen habe, ging es eigentlich die ganze Stunde bei dem Religionsunterricht um Schmerzen, um Schmerzen, die man halt äußerlich hinzufügen kann oder Schmerzen, die halt eigentlich darüber hinausgehen, also seelischen Schmerz. Und ich finde es richtig gut, wie er das aufgenommen hat, mein Religionslehrer. Und ich denke, da habe ich auch richtig viel Glück gehabt, dass der das sofort kapiert hat, dass es auf jeden Fall eine Grenze überschritten wurde. Und ich denke halt auch, dass, ja, dass meine Mitschüler das auch verstanden hat. Ja, nur die Mutter von dem Schüler, die fand das nicht so toll und hat halt dann meine Mutter angerufen. Das ist so eins der schlimmsten Sachen, die mir passiert ist. Ja. Obwohl ich in Berlin groß geworden bin, kenne ich längst noch nicht ganz Berlin und bin jedes Mal verwundert, wenn ich irgendwo bin und denke, krass, diese Ecke kenne ich gar nicht und es sieht so schön aus. Das, was Berlin ausmacht, ist einfach ja, die verschiedenen Bezirke. Also Kreuzberg und Schöneberg unterscheiden sich halt schon total. Und ja, zu Zehlendorf, zu Wedding, mega. Und ja, ich finde es halt einfach so interessant. Auch von den Leuten finde ich so, man merkt halt einfach, okay, also Leute, die in Charlottenburg leben, die würden zum Beispiel niemals nach Neukölln ziehen und andersrum halt auch. Und das finde ich irgendwie, ja, faszinierend, irgendwie cool. Und auch einfach, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich habe jetzt einen besonderen Lieblingsort. Das hat auch, finde ich, bei mir auch was damit zu tun, wie ich gerade im Leben stehe oder was, ja, was ich halt auch denke, wie Berlin ist. Also man hat auch immer so Vorurteile und ich finde gerade auch so, die Berliner haben die größten Vorurteile. Also vor ein paar Jahren habe ich noch in Schöneberg gelebt. Und finde es total schön, einfach weil die Leute so offen sind und cool sind. Und ja, da gibt es halt auch den Kanal, der so schön ist und auch viele Parks und dass man halt auch so viele Möglichkeiten hat. Also auch die Kiosks sind immer auf und so eine Sachen. Wenn ich Berlin beschreiben müsste, fällt mir sofort ein, dass ich Berlin eigentlich sehr verrückt finde, also von den Leuten. Ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie, das sammeln sich Leute an, die ja, nach was Neuem suchen, nach Abenteuer suchen und aber auch nach Offenheit. Ich würde auch Berlin sehr offen beschreiben und an sich finde ich Berlin eigentlich so von den Häusern und so. Es gibt schönere Städte, aber die Menschen machen es zu einem schönen Ort. Ich liebe Berlin sehr. Ich denke auch nicht, dass ich hier wirklich wegziehen würde. Nur ist es auch so ein bisschen so eine Hassliebe. Also oft ist es dann auch so, dass ich so denke, so, oh, Berlin ist mir zu viel und immer das Gleiche, immer die gleichen Leute. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich dann meine Zeit lang woanders bin und also im Urlaub und dann wiederkomme, dann schätze ich Berlin total und finde das einfach nur toll. Also Berlin könnte ich mit einem Wort beschreiben. Ich finde Berlin, da fällt mir ein, offen. Offenheit, würde ich sagen, ja. Das ist Berlin für mich.
Ich habe hier in Berlin für mich eine Community gefunden. Für mich ist es das Tanzen. Ich bin total froh, dass ich übers Tanzen so viele interessante Leute kennengelernt habe und immer noch kennenlernen darf. Ich denke, in Berlin ist für jeden was dabei. Also ich finde, jeder kann da seine Leute finden, seine Community. Also bei mir ist es auf jeden Fall das Tanzen und auch, dass es halt so viele Angebote gibt, dass man ja gucken kann, okay, was für Kurse es gibt oder was für Workshops es angeboten werden oder Programme. Ich habe auch letztens bei einem sehr, sehr schönen Tanzprogramm mitgemacht, wo ich auch Leute gefunden habe, wo wir uns gut verstehen. Und dieses Tanzprogramm, da ging es halt auch um Black Dance Culture und halt um Diskriminierung und Rassismuserfahrung. Und da bin ich halt auch sehr froh, ja, dass es da Spaces gibt, wo man dann über sowas redet und diskutiert und dass, ja, dass die Leute da auch ein offenes Ohr dafür haben.